Stellt ihr euch das Leben als Segel-YouTuber so vor? Wir zeigen euch, wie es wirklich ist und was ihr normalerweise nicht seht. Also unsere Geheimnisse. Ihr hört jetzt 6 Gründe, warum Franzi nicht filmt. Aber erstmal... Wir verbringen weniger Zeit hinter der Kamera, als es den Anschein hat. Franzi verbringt auf jeden Fall deutlich mehr Zeit hinterm Rechnerdeckel als hinter der Kamera. Die meiste Zeit verbringe ich am Rechner. Allein um das Material zu sichten, brauche ich Stunden. Ich entscheide, was kommt rein, was kommt raus. Dann schaue ich mir das Audio an, passe es an, die Helligkeit, mache das Color Grading, füge Animationen ein und mache das Thumbnail, den Titel, die Videobeschreibung. Und das sind nur die Sachen, die ich fürs Video mache. Insgesamt sitze ich 40 Stunden pro Woche am Rechner. Und das ist wirklich nicht aufregend. Es gibt Tage, an denen ich mein Büro nicht verlasse. Im Durchschnitt filme ich 2-3 Mal in der Woche, denn es sollte natürlich irgendwas Interessantes passieren. Wir sollten also segeln gehen oder uns was anschauen, weil manchmal hängen wir natürlich auch einfach nur rum. Vor allem bei dem Wetter. Dass ich das langweilige Rumsitzen vorm Computer nicht filme, ist selbstverständlich. Und viele Routinejobs lasse ich ebenfalls weg. Aber es gibt noch weitere Gründe, warum was nicht gezeigt wird. Ganz so schlimm ist es nicht, aber so einige Sachen verändern sich doch durch die Kamera. Solltet ihr uns mal ohne Kamera begegnen, werdet ihr sehen, dass ich eigentlich die Stille bin, nur mit der Kamera rede ich so viel, weil sonst wird ja keiner reden. Und, mag sein. Ja, und Tobi ist der, der eigentlich gerne ziemlich viel redet und auch... Ja, viele Geschichten vorträgt und ich sitze da meistens still daneben. Es hat so einen komischen Beiklang mit viele Geschichten erzählt. Nein, Seemannsgarn. Okay, Technik. Er wird auch sehr viel über Technik reden. Aber es gibt auch subtilere Veränderungen. Wenn wir spazieren gehen, sieht das meistens so aus. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. Obwohl es tatsächlich eher so aussieht. Und das liegt einfach daran, dass ich natürlich filme, was interessant aussieht und deswegen eher auf die bunten, belebten Blumen gehe, als auf das vertrocknete Stroh. Wir haben jetzt 90 Videos veröffentlicht. Und so mit der Zeit lernt man, welche Videos besser ankommen und welche nicht so gut ankommen. Es gibt natürlich immer noch Überraschungen, aber es gibt immer so Tendenzen. Und das hat auch zur Folge, dass wir bestimmte Videos nicht veröffentlichen oder viel besser erstmal gar nicht filmen. Vor allem Refit-Videos kommen nicht so gut an und sind auch noch schwieriger zu filmen, sodass wir bei vielen Projekten darauf verzichten, sie mit der Kamera zu begleiten. Wir stecken sehr viel Arbeit in die Videos und natürlich wollen wir, dass das nicht umsonst ist und die Videos auch gesehen werden. Naja, und manchmal streiten wir uns, dann habe ich auch keine Lust, die Kamera zu bedienen. Jetzt bin ich nicht mal hier in Sicherheit. Ich glaube, es kommt auch nicht so gut an. Wo ich heute Morgen noch gerade das Video aufnehmen wollte dazu, was man nicht in den Videos sieht, haben wir heute wieder eine perfekte solche Situation gehabt. Wir hatten wenig Wind, wollten den Spinnaker setzen, das erste Mal im Jahr, und waren nicht gut vorbereitet.
da kommen dann immer so die Emotionen hoch. Wir hatten uns vorher schon gestritten. An Tagen wie heute ist das Filmen auch schwer. Müde, wackelig und ganz schön fertig. Und dabei war das gar kein schlimmer Tag. Dann gibt es die Tage, an denen ich Angst um meine Kamera habe, dass Wellen rüberspritzen. Sogar an Land gibt es Tage, an denen ich nicht filme, weil ich nicht möchte, dass die Kamera nass wird. Manchmal ist es wirklich gut, hinter der Mauer zu sein. Beim Segeln geht das oft mit dem nächsten Punkt einher. Mir macht das Film Spaß und wir können inzwischen sogar schon ein bisschen Geld damit verdienen. Danke dafür übrigens. Aber es ist natürlich am wichtigsten, dass es uns und dem Boot gut geht. Heute war auch wieder so ein Tag, wo ich eigentlich gar nicht gefilmt habe. Das fing an mit lauter hektischen Segelmanövern. Ich habe das Ablegemanöver unter das Ankeraufmanöver unter Segeln verkackt in der kleinen Bucht. Dann ging es weiter mit viel zu viel Wind. Und jetzt sind hier draußen erstmal so zwischen 10 und 26 Knoten Wind. In diesen ganzen Situationen habe ich keine Zeit zu filmen, denn wenn es darum geht, schnell zu reagieren und zu gucken, was mit dem Segel passiert, wenn da noch viel Wind und Welle ist, da bin ich froh, wenn meine Kamera sicher verpackt ist. Am ärgerlichsten ist es, wenn ich die Kamera in der Hand habe, aufnehmen will und wirklich Lust dazu habe und dann merke, oh nein, der Akku ist alle. Oder wenn ich erst beim Anschauen der Videos merke, dass ich vergessen habe, das Mikrofon ordentlich einzustecken, die Kamera wohin gestellt hat, wo es durch den Motor vibriert. Oder, ich denke daran, die Drohne einzuschalten, nur manchmal vergesse ich auf Aufnahme zu drücken. So, wir haben uns jetzt die Drohnenaufnahmen angeguckt, besser wir haben uns angeguckt, was nicht aufgenommen wurde. Was sagt der Beschuldigte dazu? Away. Ja, go away. Natürlich spiegeln die Videos nicht 100% unseres Alltags wider. Manchmal filme ich nicht oder es gibt Schnipsel, die in keine Folge passen und dann fallen die auch weg. Selbst wenn es wie hier eine wichtige Botschaft ist. Wir sind Plastiksammeln. Und jetzt habe ich es dann doch noch geschafft, das unterzubringen. Aber sie geben auf jeden Fall einen intimen Einblick in unser Leben an Bord. Manchmal vielleicht sogar zu intim. 'Cause you're lame, me shit, my love. Einen intimeren Einblick kriegt ihr durch unsere monatlichen Live-Updates, die wir für unsere Patrons und Unterstützer bei PayPal aufnehmen. Da erzählen wir einfach, was im letzten Monat passiert ist und auch Tobi meldet sich dabei mehr zu Wort. Außerdem, falls ihr euch schon mal gefragt habt, ob in Segelvideos viel gelogen wird, schaut euch dieses Video an.